ich muss sagen, im Prinzip bin ich eine Anhängerin des Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Aber was Sie und Ihr Öffentlich-Rechtlicher sich in der Corona-Zeit geleistet haben, das hat mich eigentlich echt davon weggebracht, ja, zu anderen Sendern oder eben auch zu Alternativmedien, weil das war eine dermaßen arge Gleichschaltung. Einfach eine Meinung zu Corona, nämlich die, die die Regierung möchte, wurde verkündet und jeder andere ist als Verschwörungstheoretiker diffamiert worden. Es wurden keine anderen Meinungen zugelassen. Also das, dass man ein so wichtiges Thema nicht breit diskutiert, sondern da schwarz-weiß malt und die Weißen dürfen auftreten und die Schwarzen müssen verschwinden. Man muss zwei Phasen unterscheiden. Ja. Das erste ist die Phase 1, erste Lockdown-Zeit und so weiter. Da war auch die Kommunikation, um mit Merkel zu sprechen, alternativenlos. Ja. Und weil da hat man nicht gewusst und geben alle, also in Wirklichkeit zu, auch mit der Weisheit des Rückblicks. Damals hat niemand gewusst, was für Auswirkungen wird das haben, wie dramatisch wird das und so weiter. Und da waren auch die Vertrauenswerte sehr, sehr groß. Hat der ORF die höchsten Vertrauenswerte seiner Geschichte gehabt. Ja, bei der Angstmache kein Wunder. Ich sage nur, aber der Gegenbeweis ist der, ab dem Moment, wo die Politik dysfunktional geworden ist, eben mit der ganzen Frage Impfen, ja, nein, Impfpflicht dann, ab dem ist die Meinung der Bevölkerung ja auch gekippt, unabhängig davon, ob die Medien am Anfang noch geschrieben haben, also das Impfen auch unterstützt haben. Und die Leute, und dann haben die Medien auch natürlich auch die Kritik und dann am Schluss ist die Politik überhaupt explodiert zu dem Thema. Eines kann ich Ihnen nur wirklich aus eigener Erfahrung sagen, also so, dass da irgendwo eine Pharmafirma ihr Präparat bewirbt, so funktioniert die Welt nicht. Das ist aber wir waren ja eigentlich schon, einen Schritt weiter in der Diskussion, nämlich so problematisch es ist, wenn Medien Propaganda für die Regierung machen. Das ist das eine, darüber hatten wir schon geredet. Mhm. Aber wir waren ja einen Schritt weiter, nämlich der Umgang mit denen, die eine abweichende Meinung haben. Also was ist passiert mit all denjenigen, die die Querdenker, die... das waren dann die Leute, die wahnsinnig sind oder Aluhüte tragen oder sonst irgendetwas. Ähnlich bei allen anderen großen Themen natürlich auch. Nicht? Also auch bei Umweltfragen, bei Energiefragen oder denken Sie jetzt an den Ukraine-Krieg. Also ich will zwar von der anderen Seite her aufrollen. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die das gut finden, wenn wir die Ukraine unterstützen. Also ich auch mit Waffenlieferungen. Einfach als Gefühl, gefühlsmäßig finde ich das richtig, ohne es wirklich begründen zu können. Aber jetzt ist doch interessant zu sehen, wie geht man eigentlich mit den Leuten um, die das falsch finden. Und da sehen Sie eine verblüffende Moralisierung wieder dieses Themas. Da kann man wirklich sagen, kein Mensch hat Kompetenz. Nicht? Ich kann mich erinnern an den Bosnienkrieg, die Bosnien-Auseinandersetzung. Da gab es ein Interview mit dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt über die Bosnienfrage. Und da sagte Helmut Schmidt, und das könnte nie ein Politiker, der im Amt ist, sagen, dazu traue ich mir kein Urteil zu, das ist mir zu komplex. Eigentlich müssten wir alle das zum Ukraine-Krieg sagen, dass man sich kein Urteil zutraut, weil es extrem komplex ist. Trotzdem. Aber was dann passiert ist, ist, dass die Intellektuellen, die diesen Brief geschrieben haben, der sich gegen Waffenlieferungen gewendet hat, dann praktisch in allen Medien, in den großen Medien, auch in den öffentlichen rechtlichen Medien, als sogenannte Intellektuelle plötzlich bezeichnet wurden. Also man hatte die andere Meinung und es wurde nicht gesagt, ich bin aber anderer Meinung, so wie Sie das sagen würden. Sie sind ja anderer Meinung als die, sondern es wurde Ihnen gleich der Status des Intellektuellen insgesamt abgesprochen. Das ist ja der interessante Vorgang. Ganz genau. Also die Töne werden ja gerade auch in den sozialen Medien noch viel schärfer. Also die Verurteilung derer, die das Ganze kritisch sehen. Und dann ist man ein Putin-Pudel oder so irgendetwas in dieser Art. Wie gesagt, ich bin ja auf der anderen Seite und habe ganz andere Auffassungen zu diesem Thema. Aber mich erschreckt das. Also so wie es mich immer erschreckt, wenn man anstelle von Argumenten oder sachlicher Auseinandersetzung Moralien reinpumpt in ein Thema. Und genau das passiert eigentlich bei allen großen Themen. Und deshalb sind wir meines Erachtens seit vielen Jahren nicht mehr in der Lage, die großen politischen Themen ernsthaft politisch zu diskutieren. Sondern es an die Stelle der politischen Diskussion tritt Moralisieren und das heißt eine Aufspaltung in Gut und Böse. Also ein Manichäismus, der
überformt im Grunde die politische Auseinandersetzung und die politische Opposition, sodass man gar keine Gegner mehr hat, keine politischen Gegner, sondern ja, geradezu Unmenschen oder Dummköpfe, die einfach nicht, wie soll man sagen, mit denen es sich gar nicht lohnt zu diskutieren. Ja, aber ich meine, da wäre es doch dann eigentlich die Aufgabe der Medien und übrigens auch der Wissenschaft, in diesen schwierigen Fragen, wo man sich nicht so leicht positionieren kann, die verschiedenen Seiten zu Wort kommen zu lassen. So wie bei der Corona-Debatte eben auch die Maßnahmenkritiker zu Wort kommen zu lassen und über ihre Aktionen auch nicht diffamierend zu berichten. Ja. Und auf der anderen Seite bei dem Krieg einfach verschiedene Seiten zu hören und nicht einfach ideologisch sich automatisch als Kriegspartei zu sehen und das Ganze ausschließlich aus der Perspektive der Ukraine zu berichten. Sie können ja trotzdem weiterhin zur Ukraine halten. Ja? Genau meine, aber genau warum soll man nicht gleichzeitig zum Beispiel mal einen Russen einladen, der seine Seite darlegt und nicht nur immer über die Russen so reden, als wären sie keine Menschen mehr. Ne? Absolut, richtig. Ja. Herr Bosbach, Sie wollten gerade widersprechen. Ich sage mal vornehm, ich möchte gerne etwas ergänzen. Zum ersten Punkt, was hier diskutiert worden ist, das ist zu meinem großen Bedauern jetzt mittlerweile eingerissen, dass wir immer nur zwei Gruppen bilden. Bei Corona war es die eine Gruppe, die findet alle Maßnahmen richtig, befolgt sie auch. Alles andere sind Corona-Leugner, sind verpeilte Aluhutträger und so weiter. Es gab auch eine große dritte Gruppe, aber die ist so gut wie nie medial in Erscheinung getreten. Die haben viele Fragezeichen hinter die Vorschriften gemacht, ob sie sinnvoll sind, ob sie verhältnismäßig sind. Die sind aber in der öffentlichen Debatte kaum vorgekommen. Beim Thema Ukraine, also das heißt meine Ergänzung, sehe ich nicht ganz so. Ich selber bin hin und her gerissen bei der Frage Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine, weil ich nicht weiß, verkürzen wir den Krieg oder verlängern wir Leiden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, hätte ich mit Ja gestimmt. Weil ein Punkt ist schon mal ganz sicher. Der Krieg ist zu Ende, wenn Russland aufhört, Krieg gegen die Ukraine zu führen. Und wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist es mit der Ukraine vorbei. Also die beiden Sachen stehen schon mal fest. Und wenn dann gesagt wird, keine Waffen liefern, wir müssen verhandeln, möchte ich gerne wissen, worüber. Worüber soll verhandelt werden? Also das genügt mir nicht, wenn man sagt, ich bin gegen Lieferung von schweren Waffen, ohne dass man konkret sagt, was denn das Ziel das sein Problem soll. Wenn man nicht meint, die Ukraine soll mal Ruhe geben und ein bisschen Land abtreten. Ich kann das gut nachvollziehen, aber worum es geht in der Diskussion ist ja, wenn man aber diese Menschen, die diese andere Meinung vertreten, sagen, diffamiert das Putins Pudel und deswegen nicht einmal auf die Foren lässt, auf denen das diskutiert und argumentativ verhandelt werden kann, dann findet es eben nicht statt. Naja, wir neigen zur persönlichen Diskreditierung, war ja die wenn uns die Argumente nicht gefallen. Und so weiter, auch bei uns, obwohl das sozusagen eine bei uns beim ORF in Diskussionen, also so war das nicht, aber es ist ja eher die Thematik, die Grundfrage, wie man herangeht. Ja? Ist das jetzt eine, wie Sie gesagt haben, eine moralisch-ideologische Frage, die Grenzziehung am Donbass, oder ist es etwas aus unserer Sicht, jetzt notabene als Österreich auch als neutrales Land, wo man sagt, okay, was ist das Interesse der österreichischen Bevölkerung und dass ja auch im Interesse Österreichs ist, diesen Krieg abzukürzen oder zu kürzen. Und wie tut man das? Und dann ist es ja vollkommen unrealistisch, aus meiner Sicht, bin kein Stratege, aber dass man sagt, das geht so lange, bis der Selenskyj alles zurückerobert hat und dann erobern es die Russen wieder zurück und hin und her und wir haben 10 Jahre Krieg in Europa. Und die österreichische Bevölkerung, wenn man sagt, was ist eigentlich das Österreich? Ich glaube nicht, dass das Interesse der österreichischen Bevölkerung ist, sozusagen frieren, im Winter, sondern eher einfrieren dieses Konflikts am Donbass. Das ist, glaube ich, etwas, was man diskutieren können muss und wie das realistisch ist und ob das realistisch ist und nicht, ob ein Siegfrieden für die eine oder andere Seite abgewartet werden muss, bis man zu einem Frieden kommt. Und das ist das eine. Und das zweite, auch wo man sagt, das ist vielleicht doch auch wieder ideologisch die Frage. Ich habe immer, wenn ich mir vorstelle, also nach 70 Jahren, 75 Jahren rollen dort wieder deutsche Panzer herum. Das hat zwar nichts mit der, wissen wir schon, Deutschland ist eine Demokratie, das ist Vergangenheit,
Aber es ist ein komisches Gefühl, dass jemanden, der sagt... Aber euer Ehren, es ist schon ein Unterschied, ob deutsche Panzer rollen, um andere Gebiete zu besetzen, oder ob sie geliefert werden, um besetzte Gebiete zu befreien. Ich sage ja, das ist schon klar, dass man es nicht genau vergleichen kann. Genau diese Diskussion muss es geben. Aber es ist genau die Wortwahl, wenn man jetzt von ihrer Außenministerin das sieht oder auch der FDP-Wehrsprecherin oder wie das heißt. Frau Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann, ja, genau. Also das ist schon etwas, wo man sagt, da hat man ein ungutes Gefühl. Da ist wieder, man soll das nicht mit Gefühlen diskutieren, sondern sagen, wie kann man diesen Krieg abkürzen, einfrieren, sodass nicht Europa einfriert. Aber das Problem, dass das soll man diskutieren können, meine ich. Zeigt, genau. Ja? Warum kann die Diskussion nicht funktionieren? Ja. Ich glaube, an dem Beispiel kann man es gut deutlich machen. Ich persönlich war unglaublich beeindruckt, als Putin vor vielen Jahren schon mal eine Rede hielt und den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Der Gedanke, den ich damals hatte, als ich die Rede hörte, war, spricht er jetzt als Hobbyhistoriker oder als Politiker? Wenn er als Hobbyhistoriker spricht, dann beobachtet er einfach, das ist passiert. Aber wenn er das als Politiker sagt, kann das doch nur heißen, da muss sich was ändern, oder? Da muss man. Und das heißt also, eine Diskussion könnte im Grunde nur stattfinden, sachlich, wenn man diese geopolitische Diskussion, Dimension des Problems mit einbezieht oder vielleicht sogar zur Grundlage macht. Aber das wird niemals stattfinden. Das kann gar nicht stattfinden in einer medialen Öffentlichkeit, die von solchen Scientific Soundbites oder von politischen 15-Sekunden-Statements mehr oder minder geprägt wird. Das wäre eine außerordentlich komplexe Diskussion. Und um alleine dann Positionen zu markieren, wo man sagen könnte, so kann man argumentieren, aber auch so. Das wird eben niemals stattfinden. Aber anstelle dessen wird moralisiert. Aber ich finde, in dem, was Herr Wrabetz gesagt hat, steckt ja schon auch noch was drin, was auch vielleicht ein Grund ist, warum diese Diskussionen so schwer sind, weil sich gezeigt hat, dass es in sehr vielen der großen Fragen, die uns bewegen, ganz schwierig ist, überhaupt noch Interessen, individuelle oder nationalstaatliche Interessen gleichwertig mit moralischen Positionen zu fragen zu haben. Absolut, ja. Man wird anderer Ansicht sein vielleicht und sagen, die moralische Pflicht, jemanden, der angegriffen wird, von einem großen Nachbarn zu helfen, schlägt alle nationalen Interessen, weiterhin günstiges Gas zu haben, die Wirtschaft am Leben zu erhalten, nicht Arbeitsplätze zu verlieren, Massenarbeitslosigkeit, Massenarbeit zu verhindern, Armut zu verhindern. Und man kann zu dem Schluss kommen, dass tatsächlich sozusagen die moralische Pflicht des Helfens die eigenen Interessen einer Bevölkerung überwiegen und deswegen handelt man so oder so. Aber es ist eigentlich, hat man den Eindruck, überhaupt nicht mehr möglich, Interessen überhaupt zu formulieren, ohne dass sie sozusagen der moralischen Bewertung per se und im Vorhinein unterliegen. Nicht? Und das ist ja mal Realpolitik. Also das war ja die Definition von Realpolitik. Also eben gerade nicht zu moralisieren, sondern kühl die eigenen Interessen zu reflektieren. Genau. Ja. Frau Wechselberger, jetzt ist das ja keine kommunalpolitische Frage, ob schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden oder nicht, aber Sie stehen jetzt sozusagen in der Kommunikation mit den Bürgern Ihrer Gemeinde und ich nehme an, dass alle diese Themen bei der Frage, ob man der Politik vertraut, wie man das sieht, auch eine Rolle spielen, weil auch im Zillertal sind trotzdem alle damit konfrontiert, weil das medial dauerpräsent ist. Was ist denn jetzt erstens Ihr Eindruck als Bürgerin zu dem, was medial passiert? Mir beschäftigt jetzt einiges. Und zwar, Sie sagen öfters, die Politiker sollten nicht oberflächlich sprechen, sondern sollten sich trauen, wirklich sachlich zu sprechen. Da muss ich jetzt eine Frage an Sie stellen. Sie sind Experte, waren so lange im Bundestag. Wäre es überhaupt möglich, dass ein Spitzenpolitiker wirklich zu so vielen großen Themen länger sachlich diskutieren kann? Ist er dazu in der Lage? Weil dann muss er sich ja in der Sache so gut auskennen. Mhm. Wie soll das gehen? Da stelle ich mich sehr schwer vor, weil gerade in den Gemeinden ist es auch so, dass Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind für so viele breite Themen zuständig. Mhm. Wenn wir nicht überall unsere Fachleute hätten, und das wird hier ähnlich sein, wir könnten auch nicht stundenlang über, keine Ahnung, hochbautechnische Sachen reden, weil ich nicht Expertin bin in diesem Gebiet. Und deshalb die Frage, wäre das überhaupt möglich? Vielleicht schützt man sich auch nur als Politiker, dass man eben
das lernt, ein bisschen oberflächlich, dass es so ausschaut, genau. man würde antworten. Mit dem Sigmar Gabriel-Zitat gemeint. Ich kann Ihnen was erzählen, was Ihnen aber nichts nützt. Und vielleicht kommt man dann einfach automatisch ein bisschen in das Moralische hinein, weil da kennt man sich vielleicht noch ein bisschen aus. Aber wäre es überhaupt möglich, dass ein Spitzenpolitiker in vielen Themen sachlich lang diskutieren kann? Du kannst nicht in allen Politikfeldern, die relevant und wichtig sind, eine solche Kenntnis haben, also in der Tiefe der Themen, dass man darüber stundenlang diskutieren oder stundenlang sinnvoll reden könnte. Sage aber, wenn Sie, wie ich, 23 Jahre für die Innenpolitik Verantwortung haben, zum Schluss als Vorsitzender des Innenausschusses, dann müssen Sie das in jedem Detail können. Dann müssen Sie mich morgens um 3 Uhr wecken können und ich muss auch in der Tiefe diskutieren können. Andererseits, wenn es um spezielle Gesundheitsthemen geht oder Familienpolitik, ich habe Grundkenntnisse, aber es ist nicht mein Thema. Wenden Sie sich bitte an Kolleginnen und Kollegen. Ich halte das für anständiger, als eine Omnipotenz vorzutäuschen, die man weder hat noch haben kann. Und diese Anständigkeit, die Sie jetzt anreden, das nenne ich Rückgrat, dass man sich auch traut zu sagen, hier, das ist nicht meine Materie. Ja, oder dass man auch einmal sagt, ich muss mich erst wirklich erkundigen. Ja, es ist ein ganz neues Thema, ich muss mich hier wirklich erst einlesen, um eine seriöse Antwort zu geben. Nicht sagen, das ist das Problem. Aber von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland als wichtigstes Land in Europa und einem Außenministerin, da sollte man schon erwarten können, dass sie sich in den Hauptfragen der Außenpolitik auskennen, weil davon hängt unser aller Leben ab. Da ist es ja auch, ist ja auch da. Und in Deutschland gab es ja immer doch ein sehr, sehr gutes Ministerium, Außenministerium, auch gerade, glaube ich, dass sich durch sehr, sehr viel Expertise, das wird jetzt gerade aber auf wertegeleitete Außenpolitik ein bisschen umgebaut, was vielleicht nicht die Hauptfrage ist, jetzt überall sozusagen grüne Außenpolitik zu machen, sondern... Aber vielleicht ist das ja genau der Ausweg aus der Situation, die Sie beschreiben, Frau Wechselbeck, und sagen, man kann das ja gar nicht in all diesen Fragen, wird aber immer gefragt, muss sofort eine Meinung haben, die muss sehr klar abgrenzbar sein. Vielleicht ist ja tatsächlich dann das der einzig vernünftige Ausweg aus der Sicht eines Politikers zu sagen, ich trage das immer möglichst schnell auf die Ebene der Haltung und der Moral, wenn der Moral ist jeder Experte. Ne? Genau. Aber darf ich am Beispiel der Teuerung, die ja eigentlich auch in unserer Themenliste drinnen ist, das illustrieren. Also in einer Gemeinde kann man eigentlich nicht überlegen, woher kommt die Teuerung, sondern man kann nur schauen, wie federt man das ab für die Bürger und Bürgerinnen. Genau. Ja, mit Maßnahmen. Das ist der erste Schritt. Nicht? Gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem nicht ganz unwesentlich, auch den Leuten auch zu erklären, woher die Teuerung kommt. Ne? Weil jetzt nämlich auch sich sehr viel Unmut aufstaut und mit der Teuerung natürlich auch viel Meinungsmache gemacht werden kann. Zum Beispiel, indem man sagt, die Teuerung ist jetzt hängt zusammen, dass die Russen kein Gas liefern. Ja? Und ich meine, ich würde sagen, für die Teuerung gibt es natürlich viele, ist ein komplexes Phänomen, aber ich möchte zwei Sachen anführen. Das eine ist, dass natürlich Corona mit diesen massiven Ausgaben, also die Corona-Hilfen, die Inserate sind ja nur ein kleiner Teil davon, also das hat zu einer massiven Verschuldung geführt und das hat auch die Inflation getrieben. Natürlich haben die gestörten Lieferketten auch Versorgungsprobleme gebracht, führen auch zu einer Teuerung. Aber dann sind natürlich auch von den Staaten, die Waffen liefern, die Waffen zu kaufen, zu produzieren, in den Krieg zu schicken, obwohl sie nicht im Krieg sind, die NATO-Staaten angeblich, ist natürlich auch ein verteuernder Effekt und die Sanktionen sowieso. Ja? Denn die Sanktionen führen dazu, dass eben, wenn man so will, der normale Energiezufluss aus Russland, der eingespielt war, jetzt plötzlich nicht mehr stattfinden kann. Und jetzt dreht sich plötzlich, und da kommt natürlich irrsinnig viel Desinformation und ich würde sagen auch Propaganda dazu, dass eigentlich wir geneigt sind, durch die Medien zu glauben, die Teuerung entsteht, weil die Russen keine Energie liefern. Dabei verhindern wir, in dem Fall kann man schon auch wir, auch, also weil Österreich trägt ja diese Sanktionen mit, ist ja mit im Wirtschaftskrieg, eigentlich mit dazu bei, dass da eigentlich eine Arbeitsteilung am Energiesektor nicht funktionieren kann. Und ich meine,
die Spitze des Eisberges ist ja jetzt, bisher konnte man eigentlich fordern, meiner Meinung nach, dass diese Nord Stream Pipelines wieder in Gang gesetzt werden. Haben ja verschiedenste Politiker auch gesagt, um eben auch dieser Energiekrise entgegenzuwirken. In dem Moment, wo die jetzt kaputt gemacht wurden, wer immer das jetzt war, ja, ist es natürlich eigentlich genau genommen nicht mehr daran zu denken. Ja? Und ich meine, das ist schon ein sehr bedenklicher Moment, der eigentlich auch das Eskalationspotenzial unheimlich aufheizt. Wir sind jetzt wieder zurück beim Ukraine-Krieg und bei der Frage, wer beeinflusst eigentlich was? Und ich wollte jetzt eigentlich in der nächsten Runde noch einmal fragen, ob das nicht sogar demokratiegefährdend ist, dieses so nicht mehr miteinander diskutieren können. Nachdem wir wenig Zeit haben, möchten wir eher die positive Runde versuchen, noch einmal zum Schluss. Also wir haben jetzt analysiert, warum es diese Aufteilung gibt, dieses Entfremdungsgefühl zwischen Bürgern, Politikern und die Politiker und die Medien werden eigentlich immer als Gespann gesehen. Ja. Ich glaube, das ist weitgehend so. Jetzt wäre meine Frage dann zum Schluss, wie kommen die eigentlich wieder zusammen? Gibt es irgendwie konkrete Dinge, die man in der Welt, in der wir leben, machen, fordern, politisch durchsetzen kann, die diese Lücke wieder schließen könnten, Herr Bosbach? Also die wichtigste Maßnahme wäre, die Authentizität, die Glaubwürdigkeit, die Glaubhaftigkeit der Aussagen wiederherzustellen, also die Annäherung an die Realität. Ich teile Ihre Diagnose jedenfalls zu 90%, bei den übrigen 10% müsste man allerdings sagen, wenn, und das ist politisch gewollt und hat mit den Russen überhaupt nichts zu tun, wenn infolge der Staatsschuldenkrise und die Politik der EZB permanent die Geldmenge größer ist als die Gütermenge, dann gibt es Inflation. Wann und in welcher Höhe ist eine zweite Frage. Und wir hatten schon in Deutschland... Sie war jedenfalls vor dem Krieg schon bei 5%. Genau. Wir hatten schon weltweit die höchsten Strompreise vor dem 24. Februar. Das heißt, die Politik muss sich wieder mehr mit der Lebenswirklichkeit beschäftigen, auch mit der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen draußen im Lande. Was ist für sie persönlich wichtig? Das Zweite ist, wenn man politische Ziele formuliert, sollte man sich nicht überheben. Das ist auch ein hausgemachtes Problem. Wenn Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen, dann gibt es eine allgemeine Glaubwürdigkeitskrise. Es ist nicht so, ich teile diese Diagnose nicht, dass es eine Politikverdrossenheit gibt. Die Veranstaltungen sind super gut besucht, die Leute sind gut informiert, aber sie trauen vielen Parteien und Politikern nicht mehr über den Weg. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.